Also wenn du für dich und deine Gruppe eine super Tour geplant hast und dich da richtig drauf freust und erstmal die ganzen nervigen Fragen kommen, wie lange, wie weit, wohin und du erstmal alles erklären musst, hier kommen mal 5 gute Tipps. Grüß euch, der Micha hier. Hier soll es jetzt mal ein bisschen um Gruppenfahrten gehen und wie man das vielleicht so ein bisschen vorher plant, damit die nicht in einem völligen Chaos ausarten. Weil ich finde immer, es gibt 2 Arten von Gruppen, mit denen man fahren kann. Das sind einmal so die spontanen Fahrten mit Kumpels, mit denen man eigentlich dauernd fährt. Da muss man eigentlich nicht viel Geschüsse machen. Da heißt es einfach, ne, komm, wir fahren jetzt da und da hin und dann ist ja doch jedem egal. Dann fahren einfach alle los und irgendwann kommt man an und auch wieder zurück. Das ist relativ einfach. Ne? Wenn man allerdings eine größere Fahrt plant, das heißt, die vielleicht so den ganzen Tag geht, man fährt morgens los und weiß ungefähr, wo man hin will, beziehungsweise wenn man die Gruppe anführt, so wie ich meistens, dann sollte man schon genau wissen, wo man hin will. Und dann sind ja schon im Zuge der Planung so ein paar Eckpunkte klar und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist, sich auf die kommenden 5 Punkte vorzubereiten, weil dann sind die nämlich ganz schnell abgehandelt, man kommt einfach los. Je breiter die Gruppe dann gefächert ist, umso schwieriger wird es natürlich, ne? Wenn verschiedene Altersgruppen zusammenkommen, verschiedene Menschen, die verschiedene Berufe haben oder auch einen verschiedenen Tagesablauf, da ist es nicht anders als in jedem anderen Hobby auch, aber irgendwo muss man sich dann schon mal klar werden. Das ist dann schon mal Punkt 1. Wann? Ganz wichtig ist das Wann. Wenn du so eine Tour planst und hast das alles grob im Kopf, dann musst du den anderen Leuten auch sagen können, Leute, passt auf, ne, wir fahren los, beispielsweise morgens um 9 Uhr. Das ist die Frage, die ist dann von vornherein schon mal erklärt. Hat auch den Vorteil, die kann nicht mehr gestellt werden, wenn sich alle getroffen haben. Der Punkt 2, das Wohin und Wie, finde ich ganz wichtig. Eigentlich noch vor der Frage, wie weit das ist. Wohin fährt man und wie kommt man dahin? Es gibt ja verschiedene Wege, zum Ziel zu kommen. Und es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob ich jetzt zu einem 200 Kilometer entfernten Ziel über die Autobahn bretter, dann bin ich ja relativ schnell da, oder ich möchte das vielleicht auf einer schwierigen, anspruchsvollen Strecke vollbringen. Heißt, die Leute können sich auch dann darauf einstellen, was sie auf dem Weg erwartet. Es gibt viele, die haben halt Probleme mit kleinen, engen, kurvigen Straßen. Die fahren halt lieber geradeaus, sag ich mal. Aber das sollte vorher dann schon klar sein, damit wirklich jeder weiß, worauf er sich einstellen kann und nicht unterwegs böse überrascht wird und schlimmstenfalls dann noch überfordert wird, weil dann macht es dem nämlich keinen Spaß und dem Rest der Gruppe dann einfach auch nicht mehr. So, nachdem wir jetzt geklärt haben, wie wir da hinkommen, kommt dann jetzt die Frage, wie weit es eigentlich ist. Weil dann können die Leute dann auch einigermaßen abschätzen, je nach Schwierigkeitsgrad der Strecke, die man gewählt hat, wie lange sie dann entsprechend gefordert werden oder eben auch nicht. Ich meine, dass man wissen will, wann man irgendwo ankommt, wie weit das ist, finde ich jetzt relativ normal. Meistens hat die Frage aber indirekt damit was zu tun, dass der Punkt, den man vorher immer anspricht, völlig missachtet wird, nämlich das Tanken. Also ich habe es noch nie erlebt und ich habe schon viele Fahrten und Gruppen angeführt, wo nicht mindestens immer einer dabei war, der gesagt hat, ja, okay, ne? Kommen wir denn an einer Tankstelle vorbei? Oder wann kommt die nächste? Das ist auch sehr beliebte Fragen. Also nochmal zurückspringend auf Punkt 1, wann man trifft sich am günstigsten an einer Tankstelle, wo dann wirklich nochmal alle tanken. Das entspannt die Sache fürs Erste enorm. Bei Punkt 4, nämlich den Pausen. Wir setzen mal den günstigsten Fall voraus, dass alle tatsächlich getankt haben am Anfang der Tour. Und man kann je nach Motorrad davon ausgehen, je nach Fahrstil, also 200 Kilometer
was schon eine Hausnummer ist bei in Abhängigkeit der Fahrform, die man gewählt hat, muss auf jeden Fall getankt werden. Meistens ist es so, dass, ich zähle mich jetzt mal einfach dazu, Raucher dabei sind oder auch Leute, die Probleme haben im Rücken. Also Pausen sollten halt definiert sein. Also bei uns hat sich es irgendwie so bei 50, 60 Kilometern eingependelt und dann man muss entweder die Zigarette ran oder der Rücken muss gestreckt werden. Eins von beiden ist in jedem Fall. Das macht die Sache aber auch sehr entspannt. Ihr solltet aber auch auf jeden Fall Pausen einplanen. Das ist wirklich ganz wichtig. Macht lieber ein, zwei Pausen mehr als ein, zwei Pausen weniger, weil der Stressfaktor für Leute, die keine Pause haben und die brauchen, der potenziert sich quasi. Du kannst es also nicht puffern, indem du sagst, wir machen jetzt mal eine Stunde keine Pause und fahren am besten noch eine Stunde und machen dafür Doppelpause. Das funktioniert nicht. Dann sind die Leute einfach tatsächlich kaputt und das macht auch keinen Spaß. Und Punkt 5 ist die Frage, die absolut immer kommt. Ich habe sie jetzt mal an den Schluss gesetzt, weil sie so vom Ablauf her zum Schluss passt, aber eigentlich eine der Fragen ist, die auch als erstes gestellt wird, wann sind wir wieder zurück? Und ich kann das noch verstehen, Motorradfahren ist ein schönes Hobby, aber man hat ja auch vielleicht andere Sachen zu tun noch, ist abends eingeladen oder hat Gott weiß was vor. Also diese Frage kommt regelmäßig, wann sind wir wieder da? Also das ist natürlich relativ schwierig zu sagen, weil so eine Tagestour ist ja auch eine dynamische Sache. Wenn ihr sowas plant, solltet ihr das nicht bis auf die letzte Minute planen, weil das hat bei mir auch noch nie funktioniert. Es sei denn, ich würde das Programm, was ich geplant habe, stramm durchmarschieren. Aber wir sind ja nicht auf irgendeiner militärischen Übung, sondern es soll ja immer noch eine Spaßausfahrt sein. Also lasst lieber ein bisschen Puffer von einer halben bis einer Stunde. Ja, dann kann man die Sache immer noch während der Fahrt entweder ein bisschen forcieren oder, was vielleicht noch besser ist, vielleicht auch verlangsamen. Ja, weil am Ende vom Tage soll dann wirklich jeder nach Hause kommen und sagen, jo, das hat Spaß gemacht, ne? Das hat mir gefallen, die Tour war einigermaßen gut geplant, klappen tut nicht immer alles, ne? Das werden mir meine Mitfahrer leider Gottes bestätigen können. Aber als fünfte Frage, wann sind wir wieder da? Relativ wichtig. So, und jetzt vielleicht nochmal als kleines Fazit die 5 Punkte nochmal zusammengefasst. Also, wann fahren wir los? Ganz wichtig, wann fahren wir los und am besten in dem Zusammenhang auch, alle kommen da an, vollgetankt. Trefft euch an der Tankstelle möglichst, da ist meistens genug Platz. Ich sage meistens, weil Horden von Motorradfahrern auf den Tankstellen jetzt nicht so gerne gesehen sind, wenn sie nicht alle tanken. Punkt 2, wohin und wie? Sagt den Leuten vorher, wie ihr die kommende Strecke fahren wollt. Ob ihr sie auf einem schnelleren Wege, Bundesstraßen fahren wollt oder lieber durch kleine verträumte Bergsträßchen, sofern es denn Berge gibt auf der Tour, ist für die Leute wichtig. Punkt 3, wie weit das Ganze ist. Das heißt, damit die diesen Weg auch im Kopf schon mal durchplanen können und irgendwie auch ein Ziel vor Augen haben. Für manche Leute ist es tatsächlich wichtig, dass die wissen, wohin es denn geht und wie lange das dauert. Kann ich verstehen. Ist auch gar kein Thema. Sollte man vorher wissen. Pausen. Pausen nicht vergessen. Einmal um den Stressfaktor bei Leuten zu senken, die etwas unsicherer sind auf dem Motorrad oder mit der Strecke nicht so klarkommen oder einen schlechten Tag haben. Wie auch immer. Pausen sind wichtig. Und dann als 5. Punkt. Die Frage, die halt wohl kommt, wann sind wir wieder da? Also das sind 5 Punkte, die habe ich im Laufe der Jahre für mich jetzt rausgefunden. Nicht nur für mich alleine, sondern natürlich auch für meine Leute. Meine Gruppe, mit denen ich also ständiger fahre. Und ständig, gibt es eine Steigerung von ständiger? Wenn ihr die 5 Punkte im Groben
beherzigt, dann habt ihr schon mal die besten Voraussetzungen für eine super Tour. Weil eine Tour mit lauter Individualisten, die wir Motorradfahrer nun mal sind, ist eh immer schwierig, aber die Voraussetzungen stimmen schon mal. Und wenn euch das gefallen hat, ihr noch andere Videos von mir sehen wollt, gebt mir einfach einen Daumen, abonniert den Kanal. Ich hoffe, dass das Wetter besser wird und wir demnächst wieder raus können und dann gibt es auch wieder geile Aufnahmen. Tschüss, bis dahin.